Right. Weiter. Jetzt machen wir Pizza Bolognese. Naja, Spaghetti Bolognese, das kennen wir, oder? Aber Pizza Bolognese, das kennt man noch nicht so. Das ist fein. Und das ist ganz einfach. Was wir dazu brauchen, ist Champignon, ein bisschen Petri zuletzt. Das ist Knobli. Und das ist eine vorbereitete Bolognese. So, 3/4 Stunde gekocht. Yeah, Löffel. Wir brauchen das Wallholz, das kennen wir sicher. Und wir brauchen eine Portion Teig. Selber gemachter Teig. Das ist in 10 Minuten ist der gemacht. Wir tun das schön auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Dann tun wir das so klein. Ja, siehst du? Oh, der geht von selber. Das ist so ein feiner Teig. So ein bisschen gerade ziehen, ein bisschen drücken, ein bisschen okay lassen. Ups, der hat fast gerissen. Dann tun wir ihn ein bisschen flicken. Yes. Das macht nichts. Der kommt schon wieder. Salat, wusch, wusch, wusch. Und du siehst, der hat etwas geklebt, das ist, weil es das etwas zu wenig Meter vielleicht. Aber das macht nichts, das ist wirklich. Das macht nichts. Wichtig ist, dass es auch obendrauf immer, wo es immer ein bisschen Mehl hat, dass das Wallholz nicht kleben bleibt. Und das Wallholz selber auch schön mehlen. Ich kann fast sagen, wenn ich sage, ölen. Nein, einfach mehlen und ein bisschen ziehen. So. Immer schön mehl auf der Arbeitsfläche. Das Wichtige ist natürlich, dass die Arbeitsfläche sauber ist. Ja? Das ist eine Grundvoraussetzung, um etwas Feines zu machen. Ein bisschen Hygiene. Also, nochmal. Flach ziehen, schön rollen, immer schön drücken, auf alle Seiten. Wusch, 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 wusch. So. Der Fladen, das ist ein kleiner Teigklümpel. Jetzt kommt das Backblech. Nicht Plastik, Blech. Dann müssen wir den Teig vorsichtig lüpfen. Das völlige Mehl wegschütteln. Wurst reinlegen, wie eine Lumpe. Ein bisschen gerade ziehen. Wenn es hier reisst, das macht nichts, man. Das kann man nicht zusammendrücken. Das muss nicht bis zum Rand raus sein. So. Alright. Bolognese rein. Ja. Wurst. Sie sollte nicht saftig sein und nicht zu trocken. Dann nehmen wir gleich den Knoblauch rein, der schon verteilt ist. Damit die Haare einfach schön rausstreichen mit der runden Seite des Löffels und nicht mit der eckigen. Ist gut, der Teig noch mehr futschen, Mann. Ha! Wusch, 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 wusch. Schön verstreichen. Schön verstreichen. Schön verstreichen. Ja, ja. Mann, ist das ein Bierzieher, mir läuft der Schweiß, aber ich sag das. Hey, es braucht ein bisschen mehr Arbeit, als einfach den Plastik wegnehmen von der Tiefkühlpizza. Champignon! So geschnitten. Wenn jemand nicht gerne Champignon hat, meine ich, da keine drauf. Es gibt andere Sachen. Zucchetti-Scheiben. Noch mehr Knobli. Oder gar nichts. So, wusch. Ab in den Ofen. Unterste Schublade. Wir holen hier, dass man etwas sieht. Unterste Schublade und tschüss. So, Temperaturkontrolle.
270 Grad. Wir gehen dann auf den Leiter nicht rauf. Und hier sieht man unter und oberhitz. Alles klar? Jetzt lassen wir die Pizza im Ofen rein Pizza sein. So, sieht die Pizza im Ofen innen aus? Mal ein bisschen zoomen, da sieht man so ein Blöterle. Für das Blöterle? Ja. Kommt schon. Kommt ganz langsam. Okay. Die Arbeitsfläche ist unterdessen geputzt worden. Es sind 3 Minuten vergangen, seitdem die Pizza im Ofen ist. Wir nehmen jetzt ein bisschen Raclette-Käse. Klar, die sage ich, hey Mann, wie heisst der andere Plastikkäse? Mozzarella, vergiss es. Vergiss es. Wir nehmen richtig schönen Käse. Schweizer Raclette-Käse. 2 Tranchen. Die Seite gibt es Rand, dann tun wir kurz wuschen. Jetzt kann man schön übereinander legen und den Rand wegnehmen. Nicht viel, noch ein bisschen, das Zeug da. So, probieren. Aufeinander legen. Wusch. 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 Wir haben so kleine Würfel. Die voneinander nehmen. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt müssen wir. Weil ich hier in meinem Ofen nur 270 Grad habe und nicht 350 Grad in einer Pizzaofen, kann ich den Käse nicht favorieren, weil der Käse wäre schon lang richtig schön gratiniert und Pizza wäre noch nicht nachher. Mann, look. Look, look, look. Look, wie blubber. Siehst du, wie es blubbert? Ja. Ja. Wunderschön blubbert. Ja, blub, blub, blub. So, wir sind jetzt 5 Minuten im Ofen drin. Du siehst am Rand hinten, kommt langsam eine Farbe über den Teig. Langsam, aber sicher. Jetzt ist der Moment. Jetzt nehmen wir das Ding raus. Ganz blank. Nach der Tür zu. Dann den Käse da drüber legen. So richtig einfach wusch. Wo es einem gerade gefällt, wo es ein bisschen Platz hat. Ja, da hat es noch Platz. Und da wo dann ein Käse rein. So. Jetzt nehmen wir noch Reibkäse. Le Gruyère, Schweizerland. Ja, richtig, Schweizer Käse, Mann. So, wusch, 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 oh, da ist einer neben, voilà. Da, wusch, 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 gute Käse, gute Käse. Es muss auch ein schnell gehen, das darf nicht kalt werden, die Pizza ist, das ist ein Motz zu sein. Okay? Wusch. So, und zurück in den Ofen. Unterste Stufe, oberste jetzt. So, bis mir eigentlich ein Italiener erklärt hat. Yes. So muss das aussehen. So muss es blubberle. Und die Bolognese, da über den Käse. Zwischen sieht man die Pilzli. Und wichtig ist, dass man einfach auf der Seite schaut mit dem Teig, dass der schöne Farbe bekommt. Und das verratet uns nämlich, wie fest das Pizza nachher ist. Und ist jeden Moment nachher schau den Käse an. Alright, 9,5 Minuten bei 72 Grad. Wusch. Ist das nicht ein Bruch, Mann? Was wir jetzt nachher machen, ist den Backofen abstellen. Nie noch nicht vergessen. Jetzt wird ein bisschen Paprika drüber. Der ist 90. Und ein bisschen Kräutchen. Ich habe jetzt hier ein Rosmarin. Busch, busch, busch. Ein bisschen Salt. Und ein bisschen scharf.
Und der Peterli aus dem Garten. Wusch, 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 wusch. Hey, das ist alles. Mir gibt's nichts zu tun. Ja. Yeah. Vorsichtig mit dem Teller rein. Oh, voilà. So sieht das aus. Jetzt machen wir auch noch ein Abschlussfetterli.